Moin, ja, mein Name ist Nils Hogendorn. Ich bin der Inhaber von Zweirad Hogendorn. Zweirad Hogendorn ist ein Fahrradgeschäft am Esch 2 in 26349 Jaderberg, ja, in der Nähe vom Jadebusen. Und neben mir sitzt Herbert Baltrusch aus, ich sag jetzt aus Friesland. Du kannst das ja vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Genau, ich komme aus dem Herzen Ostfriesland, aus der Gemeinde Ihlow. Das, wenn man mal googelt, das schon ziemlich der Mittelpunkt Ostfrieslands ist. Und aus der schönen Gemeinde Ihlow komme ich. Und Sehr schön, dass du hier bist. Dankeschön, Nils. Ja, du hast verschiedene Produkte mitgebracht und du warst auch schon mal sichtbar auf diesem Kanal. Haben wir mal über Beleuchtung gesprochen. Dann haben wir schon mal über Fahrradsättel und Sitzen gesprochen. Richtig. Richtig. Und wir waren zusammen auf der Eurobike. Der ein oder andere, der relativ viel fährt, der merkt auf einmal und stellt fest, oh, ich kann nicht richtig sitzen. Was kann ich da eigentlich machen? Also so steht der ein oder andere vielleicht auch mal vor mir im Geschäft oder vor einem meiner Mitarbeiter und sagt, ich habe hier ein super tolles Fahrrad, aber ich kann da nicht drauf sitzen, ich kann da nicht drauf fahren. Dann geht es meistens erstmal um das Thema Sattel, ne? Ja, also das Thema Sattel ist, glaube ich, das Thema, was in jedem Fahrradgeschäft am meisten Gespräche auslöst. Man kauft sich ein hochwertiges E-Bike, was technisch auf einem sehr hohen Niveau ist und gibt viele tausend Euro auf und stellt fest, verdammt, ich kann nicht richtig sitzen. An der Stelle sind wir immer ja, man kann sagen, ein Problemlöser und ein Glücklichmacher, wenn man so Ja. sagt, dass wir an der Stelle so eine hohe Bedeutung bekommen, dass die Menschen sagen, Mensch, ich habe jetzt zum Beispiel ein Druckproblem am Steiß oder ein Druckproblem im Prostatabereich. Ja, und so hörst du natürlich auch wieder die ein oder andere Kundenmeinung, die dir vielleicht von demjenigen, den du gerade schulst oder so, weitergegeben wird. Na, dann sagt, Mensch, ich habe eigentlich den Sattel, aber ganz perfekt ist der auch noch nicht. Und letztes Mal hattest du ja den Luftikus dabei, ne? Ja. Zumindest haben wir relativ viel darüber gesprochen. Hast du ein bisschen erzählt, die Idee dahinter und so weiter. Und ja, weil du auf deine Kunden hörst. Und jetzt hast du hier so einen Minisattel. Genau. Also ich habe mal was mitgebracht. Es ist ja immer, die Idee muss erstmal zu Papier gebracht werden. Und dann, ja, fragen mich immer Leute, sagen wir, wer soll denn da drauf setzen? Ich sage, ja, niemand. Das ist einfach mal so eine Spielerei, die wir am 3D-Drucker machen und dann einfach mal ein Logo eindrucken in den Sattel und haben hier was ganz, ganz Sportives gemacht. Haben gesagt, Mensch, ja, der steht bei mir am Schreibtisch zum Beispiel Ja. oder in dem Regal, wo wir so viele Prototypen haben und ja, ein bisschen zum Schmunzeln, ein bisschen zum Freuen und am PC, am Drucker, der macht denn das, was wir wollen. Sieht schön aus. Lasse ich dir leider nicht, aber wir haben noch einen, Schade. aber du bekommst mal einen von mir. Dann, Ja. ja, mit PMP Bequemsattel steht drauf, also ganz klein, ganz schick. Gut, du hast jetzt Hamburg und Berlin. Hast du mitgebracht? Sagst du, sind ganz neu. Also wir haben den auch schon im Laden. Der Berlin, wann kommt der? Berlin sind wir ungefähr in 3 Wochen, dass wir Okay. den ausliefern und Ja. München genauso. Okay, also alles zeitnah. Genau, Ja, ja, kann richtig. bestellt werden auch. Das kann ja schon fleißig Theoretisch. bestellt werden. Ganz Ja. viele Händler, wir haben ja ein bisschen Vorlaufzeit, das muss man ja dazu sagen. Ja. Bevor wir ein neues Produkt in den Markt bringen, fragen wir natürlich vorab viele Händler und ob sie das Produkt gut finden, was wir machen. Und dann stellen wir fest, ja, das finden die gut. Und dann haben wir natürlich mit der Anlieferung in die Läden immer so ein paar Wochen, ein paar Monate, jetzt durch die Pandemie alles ein bisschen länger. Aber wir sind, ich denke, sehr gut dabei, dass unsere Planung ist ja immer ein Jahr voraus. Wir Ja. laufen der Zeit ja so ein bisschen voraus und schauen mal, was passiert nächstes Jahr. Und das, was ich dir schon gezeigt habe, ich habe dem Nils heute etwas gezeigt, das wir erst im nächsten Jahr bringen werden. Und das ist dann so, auch diese Meinung ist für uns wichtig. Und so ist Hamburg, Berlin und München entstanden. Und ja, schön ist, wir freuen uns wahnsinnig, dass er jetzt im Laden erhältlich ist. Wen würdest du jetzt oder wen hast du geplant, auf diesen Sattel zu setzen? Auf den Berlin zum Auf den Beispiel. Berlin. Also wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und haben gesagt, so, welche Typen Fahrrad gibt es? Und die
sich mit dem Berlin anfreunden, sieht man auch, der Sattel ist ein Hauch schmaler. Das heißt, umso schmaler wir gehen, umso sportlicher werden wir. Ja, ich habe auch gerade gesehen, ich habe den ja gerade schon in der Hand gehabt, habe den so ein bisschen beobachtet und ich habe mir so gedacht, da war er bestimmt schon selbst mit unterwegs. Er ist ein bisschen dreckig von unten, hat er nicht sauber gemacht fürs Video und wahrscheinlich sogar ohne Schutzbleche, wahrscheinlich bist du mit dem Gravel gefahren. Ganz genau. Also es ist, ja. Wir haben ja auch das Neue, was unterwegs ist, das Gravel E, also mit E-Antrieb. Ja. Deswegen auch der Bügel hinten dran, weil das Rad etwas schwerer ist. Und da so dezent hinten montiert ist, haben wir die Möglichkeit, genau wie bei einem Straßen-MTB, das Rad hinten an der Stelle gut anzufassen, im Gelände mal über einen Baumschumpf zu transportieren. Oder wenn es am Gravel ist oder am Trekkingrad, da gehört er hin. Da hat er also so seine Sitzposition gefunden mit der abgesenkten Nase, die wir hier vorne drin haben. Haben wir natürlich im Schambereich und im Prostatabereich eine wahnsinnige Druckentlastung. Diese Druckentlastung auch nochmal spezifiziert über das Loch. Das sieht man auch, dass wir das unterschiedlich, zeige ich gleich nochmal im Bildvergleich zum Hamburg, dass ich hier eine etwas geneigtere Position habe, vorne im Schritt sehr schlank, damit ich auch beim Pedalieren, also hier die Nase nicht so berühre. Also da haben wir viel Wert drauf gelegt und der Kanal, der hier entstanden ist, dass auch wieder die Druckentlastung am Steiß ist, bei schlechter Fahrweise. Und wir haben hier, wenn wir mal gucken, auch eine Komfortzone in dem Sattel erreicht, dass diese vielen kommen. Den Daumentest. Den Daumentest, genau. Ja. Wir haben ja immer ein bisschen mehr Fläche wie den Daumen. Ja. Das ist so typisch, wie ein Fahrrad wird immer geklingelt. Ja. Und beim Sattel nimmt man den Daumen, wobei ich sitze ja mit dem ganzen Oberkörpergewicht drauf. Und das ist ja nicht die Daumengröße, wobei der Daumen ja für uns immer der Attester ist. Wir müssen ja mal alles testen, das machen wir gerne mit dem Daumen. Aber gerne auch mal mit der flachen Hand auf den Sattel gehen und mal so eine Fläche testen. Dann wird man feststellen, dass wir diesen Flächendruck schon sehr ernst nehmen und auch mit dem Becken gucken, wo sind Druckstellen und wo müssen wir entlasten. Ja, das ist auch ja immer so die Frage. Der eine sagt, für mich, ich brauche ein Gravelbike. Mhm. Aber ist ja auch die Frage, was will er denn damit machen? Na? Das ist und vielleicht ist es ja auch so, dass der eine dafür optimal geeignet ist und der andere würde vielleicht viel mehr Spaß mit einem Trekkingbike haben. Ja, es ist ja manchmal, musst du erst rausfinden, sag mal, du hast ja einen Wunsch und denkst, Mensch, ich will Sport machen. Ja. Und jetzt kaufe ich mir mal einfach ein Gravelbike. Bist aber vielleicht vom Gelände her oder von der Strecke, die du fahren willst, eher ein Mountainbiker. Oder eigentlich wärst du vielleicht besser mit einem sportlichen Trekking-E-Bike oder mit einem Trekkingrad. Ja. Und das ist natürlich immer ganz wichtig. Das findet man in einem guten Fahrradladen natürlich ganz schnell raus. Da habe ich die Auswahl. Und wenn ich mal so bei euch schnökere im Laden und gehe da mal durch, dann pocht mein Herz natürlich genauso, weil ich sehe so viele schöne Fahrräder, die mir gefallen und wo ich mich selber drin wiederfinde, wo ich mich mit identifizieren kann. Ob es tatsächlich, wo viele sagen, du fährst E-Bike, du bist doch so sportlich. Aber ich sehe das immer, du bist am Wochenende auch auf dem E-Bike unterwegs. Ja, manchmal. Ne? Ja, richtig. Also ich bin da ja tatsächlich ein öffentliches Gesicht und das darf auch jeder sehen. Und ich liebe Fahrradfahren, das muss ich dazu sagen. In jeglicher Form. Also ich heiz durchs Gelände mit dem Crosser. Ich fahre gemütlich mit meiner Frau, dass wir beide mit Packtaschen bepackt auch lange Strecken fahren und gerne Strecken mal weiter weg, wo es hügelig ist, dass man mal wirklich auch bremsen muss bei Tempo 50 im Wald, wenn man irgendwo einen Schotterweg runterfährt oder einen asphaltierten Weg und natürlich diese Fahrstabilität hat. Und das ist eben für mich so aus der Position des Hobbyradfahrers. Dann bin ich ja mal nicht im Beruf, wobei der Beruf ja immer mitfährt. Dass man da schon so immer den Techniker hat, der immer irgendwie alles optimieren will an der Stelle. Und ja, den Spaßeffekt, den habe ich. Weil, ne? Und du hast auch überall einen anderen Sattel drauf, oder? Ja, also oder ganz beabsichtigt. Hast du einen speziellen Sattel? Ich habe einen speziellen Sattel, mit dem ich an bestimmten Typ Fahrräder gut zurechtkomme. Aus unserem Sortiment. Natürlich probiere ich auch viele Mitbewerber, das ist kein Geheimnis, um da auch objektiv zu sein, an der Stelle zu sehen, sind wir gut. Oder sind wir da nicht so gut? Und wenn wir da nicht so gut sind, müssen wir was tun. Aber diese Wichtigkeit der unterschiedlichen Typen Fahrradsattel ist so wichtig geworden. Es gibt keinen pauschalen Sattel, den ich einfach überall drauf machen kann. Das wäre ja auch schön. Dann hätten wir auch nur ein oder zwei Sättel im Sortiment. Dann würde es ja passen. Und deswegen habe ich mir den Luxus erlaubt, mehrere Fahrräder zu besitzen. Das habe ich eigentlich schon immer. Das ist als kleiner Junge schon angefangen, dass ich
gerne Fahrrad fahre und Fahrräder besitze und liebäugel auch immer mit dem einen oder anderen. Und wie du festgestellt hast, fahre ich auch ein E-Bike und sogar zwei. Also ich habe ein E-Mountainbike und Trekking-Touring. Trekking-Touring, genau. So würde ich sagen. Trekking-Touring, ja. Genau, mit einer sportlichen Sitzposition. Und da ich oftmals auch eben an dieser sportlichen Sitzposition den Lenker verändere, um Veränderungen des Lenker-Vorbausystems festzustellen, mit Hörner, ohne Hörner, ein bisschen von der Lenkererhöhung, so nenne ich das mal, festzustellen und auch den Lenkerwinkel. Da gibt es ja auch wahnsinnige Veränderungen. Das weißt du als Mechaniker, was man bewirken kann, wenn man an der Stelle das Werkzeug ansetzt, nämlich den Werkzeuglenkervorbau. Und natürlich auch dann noch mit einer gefederten oder starren Sattelstütze, je nach Typ Fahrrad, ist das ein spannendes Thema. Und die Herausforderung, die daraus entsteht, die reflektieren wir oder ich ganz besonders auf den Sattel, dass ich eine Zuordnung machen kann, dass ich sage, ein bestimmter Sattel würde ich dort hinordnen. Ja. Das sagte ich im letzten Video schon mal, dass der Luftikus eigentlich kein Sattel ist für ein Gravelrad. Gibt aber tatsächlich auch Leute, die auf keinem Sattel sitzen können, weil die Anatomie, also die Druckempfinden bei dem Mountainbike mit dem Luftikus am besten ist, wo man sagt, weiß was, der sieht dort nicht so sportlich aus, aber er fährt sich dort am schönsten. Mhm. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, verschiedene Lenkerhöhen, vielleicht mal mit Hörnchen, vielleicht mal ohne, verschiedene Einstellungen und so weiter. Und ich sage auch manchmal, naja, das ist, wenn man was umbaut oder verändert, muss man ja auch nicht ganz so viel machen. Vielleicht reicht auch mal ein Zentimeter oder ein Millimeter oder vielleicht auch mal mehr. Aber tendenziell würde ich ja behaupten, eher ein bisschen weniger. Und wenn wir beim Thema Zentimeter sind, du hast ja immer auch, ja, wie soll man das sagen, nutzbare Sitzfläche oder eine Zentimeterangabe auf deinem Sattel. Ne? Mhm. Genauso wie es Lenkerbreiten gibt. Verschiedene Lenkerbreiten bewirken ja auch was. Genau, also das Thema Sitzknochenvermessung. Das ist zum Beispiel ein wahnsinniges Thema. Das ist aber ganz, ganz tiefgreifend. Das kann man nicht so pauschal sagen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, seine Sitzknochen zu messen. So wie wir beide jetzt, wenn wir jetzt auf einem Sitzhocker sitzen würden, den von uns, du hast den im Laden stehen. Ja. Ich glaube, ihr nutzt den auch ganz gut. Und das ist eben das Schöne, wenn man diese Möglichkeiten hat. Und das finde ich bei dir ja so cool, dass ich dann eben sage, das geht mal eben in die Werkstatt. Und wenn man deine Werkstatt sieht, dann weiß man, das Equipment, was da ist, das Material, was eben eingebaut werden kann. Wobei eben ist jetzt, glaube ich, in der Zeit etwas schwierig. Also was man natürlich mit einer Wartezeit, ich will es mal so sagen, weil es geht nicht so schnell, weil das, was du merkst, ist natürlich, dass auch viele Leute die Werkstatt nutzen, weil genau dieses Know-how, das sucht man. Und das lebe ich so an Werkstätten, die eben diese Feinheiten, das, was mein Beruf im Hintergrund ist, ich sehe, dass ja das da an der Stelle etwas verändert werden muss. Und der Fahrradladen oder der Händler vor Ort, der dieses anbieten kann, der wird auch dein Rad optimal einstellen. Und dass du dann einfach schmerzfrei Fahrrad fahren kannst. Weil diese Schmerzen, die wir haben, habe ich selber. Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, merke ich ja auch, das Standardfahrrad, da muss ich auch vielleicht eine kleine Einstellung vornehmen, dass ich vielleicht den Lenker nur ein bisschen höher mache oder das im System ein bisschen kippen muss. Oder auch vom Sattel her, dass der in der Länge, deswegen auch die Skala unten, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, dass hier am Sattel eine Skala dran ist. Genau, ich glaube, wenn du es quer hältst, kann man es fast besser sehen. Ja, vielleicht so. So, dass man auch den Sattel nochmal 1 Zentimeter oder sogar 2 Zentimeter nach vorne schieben kann, um die Sitzknochen nicht vielleicht hier hinten zu platzieren, weil der Sattel, sonst kann ich ihn ein bisschen zu mir zurückfahren und kann mein Gewicht besser platzieren und den Druck alleine durch das Einstellen des Sattels verändern. Mhm. Wenn ich dann aber auch feststelle, das kann ja auch sein, dass ich jetzt gemessen habe, und stelle fest, na, der schmale Sattel, der ist mir doch ein bisschen zu schmal, würde doch vielleicht gerne auf einem etwas breiteren sitzen, weil das Gefühl, was mein Hinter, meine Sitzknochen senden, ist, der ist zu schmal oder zu hart. Deswegen ist das Messen immer ein Leitfaden. Wir können schon mal so eine grobe Richtung feststellen, da geht's hin. Zu guter Letzt ist es für euch ja dann einfach zu sagen, nehme ich den Berlin, den Hamburg oder vielleicht sogar den Luftikus, was ist für den Typen jetzt das Richtige? Ja, es gibt eine Empfehlung halt. Ne? Und genau. Dann in die Empfehlung lässt man nochmal Erfahrungswerte mit einfließen, sage ich immer. Mhm. Und dann ist es ja auch so, neben dem Messen
ja, es heißt immer medizinische Indikation. Vielleicht ist der Begriff auch etwas übertrieben, aber wir gucken natürlich, gibt es irgendwo Einschränkungen, die wir vielleicht bei der Fahrradeinstellung berücksichtigen müssen oder können. Ja, du hast ja sehr viele Menschen, die haben, ich sag mal, ganz normal ein Bandscheibenproblem. Die haben eine Disbalance im rechten, im linken Bein oder die Arme sind nicht gleich lang. Das hat die Natur so vorgesehen. Und an dieser Stelle haben wir ja die Möglichkeit, diese Disbalance ein wenig zu lindern. Das heißt eben einfach über, ja, wenn ich den Rücken mit mal nehme, wir haben hier auch noch ein Federsystem drin, dass wir hier an der Stelle auch das ein bisschen ausgleichen können, wie beim Lufttypus zum Beispiel. Da habe ich ganz viele Kunden, die dann an der Stelle sagen, mir gefällt das besser, dass der Sattel an der Stelle ein bisschen nachgibt, weil meine Hüfte oder mein Bein, das kann ich nicht länger machen und die Hüfte kriege ich nicht gerade. Die ist vielleicht schon 30, 40, 50 Jahre alt. Da gibt es gewisse Abnutzungserscheinungen, da gibt es Ermüdungserscheinungen. Auch der Mensch hat ja gewisse Verschleißerscheinungen. Und gerade was die Bandscheibe angeht, gerade was Gelenke angeht, werden wir irgendwann immer etwas empfindlicher. Okay, gut, jetzt haben wir einen ganz schön großen Schlenker gemacht um den Berlin. Also wenn du mich fragst, also das allererste, was mir auffällt, der ist breiter, etwas anders von der Oberfläche, aber der kann bestimmt noch mehr. Der kann noch mehr. Hamburg, man sieht das vielleicht auch von der Seite, wenn wir beide mal vergleichen. Ich halte sie mal so, dass der Dieter das vielleicht mal so schön drauf kriegt. Also Hamburg geht mehr in die Komfortzone rein. Wir haben gesagt, wir machen ihn hier etwas dicker. Wir machen ihn auch etwas breiter, weil er geht von der Sitzposition, kommen wir in eine etwas aufrechtere Fahrposition. Und die gleichen Features mit der abgesenkten Nase, die wir hier vorne drin haben, brauchen wir an der Stelle genauso. Wenn ich, jetzt blende ich mal in Hamburg, durch Altona fahre, an der Binnenalster lang, dann habe ich unterschiedliche Straßenbelege, dann habe ich viele gute Radwege und viele schlechte Radwege und natürlich eben die Druckentlastung, die wir hier drin haben, ist hier an der Stelle ganz massiv. Ich kann es vielleicht mal mit unserer Pappe zeigen, dass wir an der Stelle, ich hoffe, man kann das mit der Kamera sehen, zwischen der Nase und dem Druckpunkt hier hinten, also zwischen diesen beiden Sitzflächen, so sage ich sie mal, haben wir eine massive Druckentlastung und in dem Bereich haben wir ganz viele Menschen, die dort Druckprobleme haben. Das ist ein Großteil der Fahrradfahrer, der zu sportlich sitzt, der generell im Fahrrad oder am Fahrradfahren sich hinsetzen kann, wie er will, sagt, ich kriege diese Position auch nicht weg. Ich suche ein Produkt, was an der Stelle mir eine Druckerleichterung gibt. Genau, also du hast gerade gesagt, wie hast du es gesagt, das soll entlasten. Und was soll entlasten? Taubheitsgefühle. Ne? Also ja, also was wir so rausfinden und was wir ja wissen, der Fahrradfahrer hat, wenn wir uns jetzt mal nur auf den Sattel konzentrieren und sagen, welche Probleme habe ich, dann taucht natürlich das Problem vom Steiß auf, dass ich da merke, die Problematik, die sich hier ausmacht, und das ist eben anatomisch, können wir das nicht ändern. Bei dem einen Menschen ist es stärker ausgeprägt, bei dem anderen ist es etwas kürzer ausgeprägt. Und dann spüre ich diese Schläge, die wir hier an der Stelle nicht absorbieren können. Die gehen also direkt in den Rücken bis in die Schulterpartie weiter. Und auch eben die Sitzknochenabstände, das ist, ob es der linke oder der rechte Sitzknochen ist, der Probleme macht. Das ist also dieser Bereich, was ja auch kein Geheimnis ist. Das hat jeder Mensch und jeder hat dieses Bedürfnis, an der Stelle am liebsten druckfrei, schmerzfrei zu sitzen, um gemütlich dahin zu radeln oder sportlich zu fahren. Dann kommt eben der Bereich im Genitalbereich, dass wir Männer im Prostatabereich einfach irgendwann empfindlich sind und die Damen im Schambereich. Und diese beiden Positionen sind an derselben Stelle. Und da haben wir uns gedacht, mit der weichen Nase, die hier auch angenehm, da sind die beiden Daumen wieder, wir müssen es halt testen. Und hier habe ich auch eine vernünftige Absorbierung der Schläge von der Straße, die kommen, wenn ich hier vorne aufliege. Wobei du merkst selber, wenn du über den Sattel drüber streichst, und das ist auch ganz wichtig, dass man hier auch die Philosophie des Sattels feststellt. Und dann haben wir beim City uns entschieden, auch hier oben eine genarbte Oberfläche zu machen. Das haben wir beim Berlin und Hamburg nicht gemacht. Aber hier haben wir gesagt, hier setze ich doch recht aufrecht, um auch die Position nochmal zu verharren, um nicht wegzurutschen, ist es nochmal so leicht angenabt und ja, sieht auch optisch sehr schick aus. Also da haben wir zwei Komponenten einfach miteinander einfließen lassen. Okay, gut. Also druckentlastend, weil es gibt Taubheitsgefühle, ne? Also das muss man immer, glaube ich, so ein bisschen sagen. Viele kennen das nicht. Was heißt das denn?
das entlastet oder da ist eine Druckentlastung. Ja, genau. Das kannst du ganz gut erklären. Das heißt also, wo Druck entsteht, fließt nicht so viel Blut. Ja. Das heißt also, gerade im Schambereich und im Genitalbereich, wenn ich auf einer harten Nase sitze, habe ich immer das Problem, dass die Durchblutung, nehmen wir mal ein schönes anschauliches Beispiel, ich habe einen Gartenschlauch, da fließt Wasser durch und ich drücke den mal ein bisschen zusammen und ich stelle mich mal drauf. Und so ist auch unser ganzes Gefäßsystem in unserem Körper. Wenn ich jetzt hier die Hand abdrücke, den Finger mal abdrücke, das kennt jeder, bitte nicht nachmachen, dass man also lange den Finger mal drückt, dann merke ich, die Durchblutung im Finger findet nicht statt. Und so wie es im Finger nicht stattfindet, findet es bei uns Männern in dem Genitalbereich genauso. Das heißt, ich habe da ein Durchblutungsproblem, was sehr gefährlich ist und was impotent machen kann. Und da versuchen wir natürlich gegenzuwirken an der Stelle. Genau, also das sind zwei Themen. Und da muss man vielleicht auch unbedingt sagen, das muss nicht so sein. Ne? Also, dass man da mit Taubheitsgefühlen lebt, sage ich mal so. Viele sagen ja, immer wenn ich Fahrrad fahre, ja, das gehört doch dazu, das ist doch normal, weil die es halt schon ein Leben lang so machen. Ja, das und ist also tatsächlich... Ich bin dann immer echt erschrocken, wenn ich sowas höre. Ich sage, wieso, das habe ich schon immer. Und dann denke ich so, ui, das ist schon heftig. Mhm. Und im nächsten Satz sage ich sofort, das muss aber nicht sein, das weißt du, oder? Mhm. Ja, es sind ja auch, wir treffen ja nicht 100% der Fahrradfahrer mit P&P-Fahrradsättigung. Nicht 100% der Menschen, die draußen mit dem Fahrrad zusammen sind, kennen den Luftikus. Oder wenn ich in ein Fahrradgeschäft gehe, sage ich, guten Tag, ich hätte gerne den Luftikus, dann gibt es natürlich auch Fahrradläden, die unsere Produkte überhaupt nicht führen. Wenn sie führen würden, hätten viele Kunden einfach eine Wahnsinnserleichterung, weil sie sagen, Mensch, da finde ich ja diese Philosophie, was du sagst, schon ein Leben lang, ich übertreibe das jetzt mal, quäle ich mich mit diesem Problem, aber weil ich keine Abhilfe finde, muss ich mich einfach damit abfinden. Und ich könnte ja jetzt ganz frech sein und sagen, ja, die können ja auch alle zu uns kommen, das ist ja doch am schönsten. Aber ich an dieser Stelle bin ich aber doch noch mal so nett und frage dich, würdest du jeden Fahrradhändler beliefern oder einen Großteil der Fahrradhändler beliefern, die dich fragen? Ja, also wir freuen uns über jeden, das muss ich dir auch sagen, über jeden Fahrradhändler, der uns kontaktiert oder viele Kunden, die zu ihrem Fahrradhändler sagen, ich hätte gerne ein Produkt aus dem Hause P&P, das habe ich im Video bei Hogendorn gesehen oder was uns viele berichten, die im Urlaub an der Küste sind, in Ostfriesland hier schön Fahrrad gefahren sind und dann in einem Fahrradgeschäft waren, vielleicht bei dir ein Fahrrad gekauft haben oder bei vielen Händlern mal reingeschnuppert haben und festgestellt haben, Mensch, die haben ganz andere Produkte wie im Süden der Republik und sagen, Mensch, das hätte ich jetzt gerne. Ja. Natürlich, und das muss ich hier auch vielleicht mal, wenn ich das darf, in dem Video sagen, wir freuen uns natürlich, den Kontakt zu Fahrradhändlern aufzubauen, die uns vielleicht noch nicht kennen und sagen, Mensch, interessantes Video, der Hogendorn, der schwört so auf diese Sättel. Warum ist das so? Ich sage das ja auch immer. Ich sage immer, ich mache die Videos klar. Freue ich mich, wenn jemand aufgrund so einem Video zu uns ins Geschäft kommt. Also wenn du dich auf die Reise machst und zu uns kommst, freue ich mich. Das ist schön. Aber ich freue mich auch genauso, wenn wir die Fahrradwelt ein bisschen offener machen und demjenigen, der vielleicht nicht direkt zu uns kommen kann, die Chance geben, in ein anderes Geschäft zu gehen und sagt, ich hätte auch gerne dieses Produkt, ich hätte auch gerne diesen Hamburg oder Berlin oder Luftikus, den würde ich hier gerne kaufen. Es ist, ich denke, von dir, also oder anders muss ich das vielleicht so sagen, für mich ja eine Möglichkeit, in deinem Video viele Menschen da draußen zu erreichen. Und vielleicht bist du Fahrradhändler oder sie haben ein Fahrradgeschäft, möchten nach diesem Video sagen, Mensch, das war schon wirklich interessant zu hören, was der Hogendorn so für eine Philosophie hat und hat uns gefunden oder wir haben uns gefunden, wie mittlerweile einige hundert Fahrradgeschäfte, das dürfen wir vielleicht auch am Rande sagen, aus dem tiefsten Ostfriesland ziehen wir natürlich in die weite Welt oder in die Republik und treffen auch sehr, sehr viele Fahrradhändler, die das Produkt aus dem Hause P&P klasse finden. Wenn ich so bei dir gucke, du hast, seitdem du dein Fahrradgeschäft hast und auch aus deiner Zeit vor der Selbstständigkeit, schon immer P&P-Sättel im Portfolio gehabt und festgestellt, dass er über Jahrzehnte hinweg Menschen mit dem Produkt und mit dem Problem, die sie haben beim Fahrradfahren, die Lösung über einen der P&P-Sättel finden. Und das freut mich natürlich. Und diese Chance, die wir hier haben, für dich und für dein Geschäft etwas zu erzählen, dass man hier über die Beratung, über die Vermessung
den richtigen Sattel findet und auch noch die richtige Position und das Vermessen. Ich meine, das ist natürlich traumhaft, das muss ich so als Fahrradfahrer dazu sagen, wenn ich solch einen Ansprechpartner finde, solch ein Geschäft. Und dann natürlich, wir uns hoffen, dass unsere Produkte in solchen Geschäften immer mehr zu finden sind. Die, die Wert auf Ergonomie legen, und da zähle ich doch ganz schön viele Fahrradhändler zu, und da nochmal ein Appell. Natürlich beliefern wir jeden, der Interesse an unsere Produkte hat. Genau. Also da muss der Kunde auch mal sagen, Mensch, ich will das Produkt haben, und muss das dem Fahrradhändler vielleicht auch mal sagen, dass er dieses Produkt mit aufnimmt. Also finde ich, kann man ruhig im Video mal sagen. Muss ja nicht immer alles nur Hogendörn oder wie auch immer sein. Ich bin da ja auch offen und möchte da auch jedem die Chance geben. Na? Also das ist so. Gut, von Hamburg fahren wir jetzt weiter nach Ostfriesland, oder? Jetzt machen wir einen kleinen Sprung in das schöne Ostfriesland. Wir haben ja gerade eben schon einmal drüber gesprochen. Hier steht jetzt aber gar nicht Ostfriesland drauf. Nee, also viele fragen mich und sagen, Mensch, ihr habt immer so tolle Namen. Und ja, das muss ich auch gestehen. Also wenn wir nochmal einen Step zu dieser Seite hier machen, Rückenwind, da fragen auch immer viele, Mensch, ja, Rückenwind, wie kommt man auf so einen Namen? Und dann habe ich mal gesagt, ja klar, am liebsten fahre ich natürlich mit Rückenwindfahrrad oder einer unserer Produkte heißt Lieblingsplatz. Und wo sitze ich halt am liebsten? Na klar, auf meinem Lieblingsplatz. Also das heißt, jedes Kind muss auch einen Namen haben. Und wie viele Produkte von namenhaften Herstellern, die wir im alltäglichen Leben besitzen, gibt es Produktnamen. Und Engelke hat etwas damit zu tun, dass wir bei unserem Engelke-Sattel ein Flügelsystem, also das ist eine englische Bezeichnung, Wingbow heißt das System. Und dieses Wingbow-System haben wir nicht selber erfunden, dürfen dieses Patent aber nutzen. Und Wingbow übersetzt das Flügel. Und da ich ein Emder Junge bin, also im tiefsten Ostfriesland auch geboren bin, ist das Wahrzeichen in Emden das Engelchen oder wie wir sagen, Engelke ob de Mühe. Also das Engelchen auf der Mauer, ich spreche auch Plattdeutsch, genau. Das viele nicht wissen. Ja. Ne? Das ist auch Mol. Ne? Ja. Also. Und da haben wir gesagt, Mensch, das ist ein schönes Symbol. Und das kann man wiederum mit dem Namen ein bisschen kreativ verbinden. Wir haben gesagt, Flügel und im Englischen Wingbow, also passt das sehr schön zusammen. Und so heißt der Engelke und wir haben einen neuen Produktnamen. Also sehr kreativ, muss man da schon sagen. Also Englisch, Plattdeutsch, was alles so zusammenkommt. Ja, aus der Hafenstadt haben wir auch eben, ja, über die Historie. Es macht Spaß vielleicht mal so ganz nebenbei. Das hat jetzt gar nichts mit Fahrradsattel zu tun. Geht mal ins Landesmuseum über Ostfriesland, über Emden. Also es macht eine Reise wert. Schaut euch da ein paar Sachen an aus meiner schönen Stadt, die mir nicht gehört. Aber da ich gerne bin und auch gerne mal einen Kaffee trinke und noch lieber auch mit dem Fahrrad dort mal rumfahre. Und manchmal an der Stelle ist man auch ganz schön kreativ. Ja, also auf jeden Fall würde ich so unterschreiben. Kreativ. Und jetzt haben wir hier diesen Engelke. Und für welchen Fahrradfahrer hast du diesen Sattel gemacht? Ja, du siehst ja, der ist ja schon ganz schön sportlich geworden. Er ist schlank, er ist schick, er ist schön. Er hat wieder alle Eigenschaften, die ich mir immer wünsche. Weil wenn wir jetzt hier einfach uns mal vorstellen, wir bauen den an ein schönes Trekkingrad. Ob mit oder ohne Motor, da gehört er hin. Er hat eine schöne, bequeme Sitzbreite und hat eine ganz durchgezogene Druckentlastung. Das heißt also, wir treffen hier 99% aller sportlichen Fahrer. Das heißt, das ist schon ein ganz interessanter Sattel geworden. Ich kann den montieren bei tatsächlich einem Gravel. Ich kann ihn montieren im Trekkingbereich, wo ich moderat sitze. Ich kann ihn aber auch auf einem Trekking-E-Bike montieren. Oder durch das Federsystem, würde man da auch mit einem E-Mountainbike fahren. Also der Profi-E-Mountainbiker wird den Sattel nicht montieren, aber der Hobbybiker, der... Aus Prinzip nicht, weil er einfach zu breit ist. Ne? Genau, also. Genau. Der muss also an der Stelle, gibt es vielleicht nochmal, dass wir sagen, dann haben wir auch unsere Peer-Serie. Genau, ja. Die Peer-Serie ist ja für diesen Bereich gedacht, aber da sind wir wieder in der Kategorie, die wir uns vorstellen, und das ist eben das Moderate, und das sind die sportlichen, aber auch tatsächlich, wenn ich jetzt ein 27,5 Mountainbike habe mit Schutzbleche, was aber sportlich ist, dann kann ich auch dort den Engelke montieren.
So ein Charger von Riese und Müller, da wird er gut drauf passen. Perfekt. Da sage ich das auch immer, das ist eigentlich ein Hardtail-Mountainbike. Genau. Zumindest von der Geometrie. Ja. Vielleicht montieren wir ihn nachher und zeigen noch mal ein Bild, wie er montiert aussieht. Ja. Also auch da ist, wir probieren ja mal an vielen Rädern unsere Sattel aus, wo wir sagen, wenn wir ihn in den Markt bringen, ist er für einen bestimmten Typ Fahrrad gedacht. Und dann haben wir natürlich immer klar eine Vision, wo wir sagen, da wollen wir hin, da soll er montiert werden. Und da nutzen wir natürlich auch die Fahrradhändler und sagen, Mensch, dürfen wir mal bei euch ein paar Sättel montieren, gucken uns das mal an, mach mal Probefahrt. Ja. Und so wie du gerade schon festgestellt hast, der Berlin, der wird auch mal schon im Vorab gefahren. Also ich teste den natürlich genauso. Aber mein Hintern ist ja nicht zu 100% ausschlaggebend zu sagen, ist der wirklich gut, sondern da brauchen wir viele Meinungen. Und umso mehr Meinungen wir an der Stelle haben, die sagen, Mensch, ja, der ist gut oder der ist da vielleicht zu hart, da müsste er weicher, dann sind das natürlich wichtige Auswirkungen für uns zu sagen, ja, da ist er genau richtig. Ja, genau. Also dann haben wir diesen hier, den Engelke in Schwarz. Und weil du ja auch auf die Fahrradhändler hörst, haben wir auch noch einen braun. Ich war ganz glücklich, als du, ich glaube, das war es bestimmt schon fast ein Jahr her, ich glaube sogar noch länger, da hast du mir den mal in die Hand gegeben. Ich glaube, das war auch einer der ersten. Ich habe den mal direkt auf dem Fahrrad draufgebaut, auf dem Riese und Müller Cruiser. Das ist ja dieses Rad mit den braunen Reifen, braune Griffe, brauner Sattel serienmäßig. Aber ganz zu Anfang vom Video haben wir schon gesagt, der Sattel, der serienmäßig ist, ist oft eher einfach, oft nicht passend. Und da habe ich gesagt, dafür brauchen wir exakt diesen Sattel noch. So ist das. Und dieses Bild hatte ich noch zu dir gesagt, Nils, denk bitte dran, nicht veröffentlichen, sonst freue ich mich, wenn alles veröffentlicht wird. Aber das war ganz viel Vertrauen. Da haben wir gesagt, Mensch, wir haben hier etwas, was glauben wir, das ist ein Produkt, das sehr, sehr viele und gerade eben bei Riese und Müller den Sattel austauschen möchten, hätten aber gerne auch etwas in Braun. Und da haben wir gesagt, den Engelke machen wir in zwei Farben. Und ich kann mich an das Bild erinnern, was du mir geschickt hast. Ja. Und da war ich total begeistert, habe gesagt, wir haben wirklich ein Schwarze getroffen, nämlich mit der Farbe, dass wir gesagt haben, mit den braunen Handgriffen, mit dem braunen Sattel haben wir ein Produkt, was getauscht werden kann im Laden, was ergonomisch erheblich besser ist, wie oftmals das, was werkseitig montiert ist. Und er passt auch optisch dazu. Und ganz wichtig, natürlich, er fährt sich spitzenmäßig. Ne? Also ihr habt den hier, glaube ich, alle gefahren. Und so, wie ich mich daran erinnern kann, war das für mich schon ein Wink in die richtige Richtung, dass wir uns da gut entschieden haben. Und jetzt sind wir in der Situation, wir liefern. Er ist im Handel erhältlich. Also bei uns hängt er auch an der Wand, in Schwarz und in Braun. Und ist auch sehr beliebt. Ja. Auch das habe ich schon gehört. Ja, das hatte ich heute Morgen, wo ich gekommen bin und einmal durchs Geschäft gelaufen bin. Da habe ich mich dann gefreut, wo die ersten Räder standen. Der Hamburg an einem Riese und Müller verbaut. Engelke war verbaut und bei einem Fahrrad war der Rückenwind. Also das hat mich dann sehr gefreut, dass wir tatsächlich wieder ein Produkt haben, was so richtig in den Markt passt und wir uns mit unserer ganzen Vorarbeit scheinbar wieder richtig auf den Weg gemacht haben. Ja gut, also ich habe das letztes Mal schon, da stand ich irgendwie in der Werkstatt und habe so geguckt, da standen ein paar Fahrräder, die zur Wartung da waren und dann habe ich mal so grob drüber geguckt, wie viele Fahrräder fahren hier eigentlich mit dem Standardsattel. Da habe ich so festgestellt, okay, alles klar, es gibt Räder, die fahren tatsächlich mit dem Standardsattel. Ja. Da muss man gucken, gut, ist das ein Rad, was vielleicht gar nicht so häufig gefahren wird oder was ist es überhaupt für ein Fahrrad? Da sieht man dann schon, okay, alles klar, da ist so ein bisschen, davon hängt es so ein bisschen ab. Und dann stehen natürlich auch Fahrräder da, wo man weiß, das sind Kilometerfresser, die fahren wirklich viel. Und unsere Kundschaft, da sind extrem viele Vielfahrer auch dabei, würde ich zumindest so sagen. Und auch Alltagsradler dabei. Und da ist mir aufgefallen, dass über zwei Drittel tatsächlich auch mit einem P&P-Sattel ausgestattet waren. Ne? Wo ich da natürlich auch sage, wow, okay, alles klar. Das ist ein ganz deutliches Zeichen, dass so ein Sattel auch funktioniert. Ne? Ja, genau das Bild, Nils, habe ich heute Morgen, jetzt wo du es ansprichst, gedacht, wo ich habe ja erstmal einen Kaffee bekommen, ich musste ja ein bisschen warten. War ja sehr viel los heute Morgen und ja, dann gucke ich natürlich immer gerne und
dann sehen meine Augen natürlich immer viel. Und als ich dann so im Werkstattbereich war und mal kurz mit den Leuten in der Werkstatt gesprochen habe, habe ich natürlich gesagt, boah, Wahnsinn, was für Reparatur. Und ja, dann geht mein Auge so darüber und ich schaue so in die Werkstatt oder beziehungsweise vor der Werkstatt hier bei dir. Ich denke, Wahnsinn, wie viele Sättel sind da von uns montiert? Und das hat mich natürlich riesig gefreut. Und da du ja nun auch wirklich sehr viele Räder da im Servicebereich stehen hast, war das für mich schon so, dass wir sagen, jo, also das passt schon ganz schön in die Richtung. Natürlich, dann denke ich auch immer, wenn das so beim Hogendorn passt, ne, beim lieben Nils, dann weiß ich auch, wir haben wieder mal ein Produkt geschaffen, das auch für viele Fahrradhändler draußen und für viele Menschen, die nicht in Jaderberg oder nicht in Ostfriesland sind, sondern in Hamburg, in Berlin, in München zu Hause sind und diesen Typ Fahrrad fahren. Einen Riso Müller kaufe ich in Jaderberg, aber natürlich auch in vielen anderen Städten, wo diese Händler sind, die diese Marken verkaufen und diese Menschen vielleicht auch sagen, ja, ich kaufe mein Rad in Hamburg, was du jetzt vielleicht da an der Stelle nicht so gerne hörst, aber für uns ist da, natürlich... Also ich bin da offen, also ich weiß, dass auch in Hamburg mal ein Riso Müller verkauft wird. Ja, genau. Ich freue mich natürlich, wenn wir eben, das ist ja so, ich sehe das ja aus der Situation, dass viele Menschen, die hier zu dir kommen, uns zeigen, dass das, was wir machen, richtig ist. Und so wie du sagst, das habe ich ja im Servicebereich heute Morgen gehört, dass da Räder reinkommen, die 6.000, 7.000 und mehr Kilometer im Jahr fahren. Und dann frage ich dann ja auch so, und sind die zufrieden mit dem Sattel? Dann sagen, ja, der hat jetzt hier einen Luftikus drauf oder einen Rückenwind und macht da jeden Tag seine Arbeitsstrecke mit und fährt 40 oder 30 Kilometer, also 20 hin, 20 zurück, das jeden Tag zur Arbeit. Also das finde ich schon toll. Ne? Und es ist ja auch so, also man sieht das ja auch, ne? Der Luftikus, wir hatten das ja vorhin gesagt, mich begleitet der eigentlich schon seitdem ich in der Fahrradbranche arbeite. Wie lange arbeite. Bist du in der Fahrradbranche? Ich weiß, dass man auch mal eine Zahl hört. Es könnte ja sein, dass du erst 3 Wochen dabei bist. Nee, das stimmt nicht. Also das Fahrradgeschäft, das betreibe ich mittlerweile schon über 10 Jahre. Mhm. Dann habe ich nochmal in der Fahrradreisebranche 2 Jahre gearbeitet. Und ich habe ja auch den Beruf gelernt. Ne? Und das waren auch mindestens 3,5 Jahre. Wenn man das zusammenrechnet, sind das über 15 Jahre, würde ich sagen. Also bei mir sind das 17. Würde ich grob behaupten. Ne? Genau, also schon ein ganz schönes Stückchen. Und wenn man mal überlegt, dass ein Fahrradsattel mehrere Generationen übersteht, also in der Form, dass er immer wieder beliebt ist, Jahr für Jahr und immer wieder gekauft wird und auch von den Fahrradhändlern, die ja wirklich auch viel Auswahl haben, was sie kaufen können und sich dann entscheiden und sagen, so ein Luftikus, der hat vor 5 Jahren gepasst bei der Geometrie der Fahrräder oder von der Bequemlichkeit oder von der Langlebigkeit. Weil ich kann mich daran erinnern, ein Video bei dir gesehen zu haben, dass ein E-Bike-Fahrer 40.000 Kilometer mit seinem Rad gefahren ist. Mhm. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hatte er auf seinem Fahrrad einen Luftikus. Der also fährt mit dem Luftikus. Ja. 40.000 Kilometer, nur mal so ganz nebenbei, mit einem Produkt, das ich rechne ja mal gerne, also teile mal das durch eine Geschwindigkeit, wie viele Stunden der mit seinem Fahrrad und mit dem Sattel unterwegs war. Also das ist wieder für uns an der Stelle natürlich super interessant zu sehen. Es ist ein langlebiges Produkt, die Oberflächen halten lange. Ja. Bei Wind und Wetter wird der Sattel schon kilometerweise gefahren. Aber das sage ich auch immer, dass alle Produkte, die wir anbieten, da ist es ja auch so, ich sage mal, das muss passen, das muss qualitativ passen. Ne? Also ich würde jetzt keinen Sattel anbieten, wo ich sage, oh Mensch, da ist die Oberfläche aber nicht stabil. Das ist irgendwie nichts für uns. So, ne? Weil ich kriege ihn nachher zurück. Und viel lieber mag ich das ja, wenn jemand kommt und sagt, hatte ich schon mal, hätte ich gerne wieder. Mhm. Na, und gerade bei so einem Sattel, da stellt man das auch immer wieder fest. Wer damals schon mal einen Luftikus hatte, vielleicht vor 10 Jahren, der wird vielleicht auch wieder einen Luftikus nehmen oder irgendeinen anderen Sattel aus dem Hause P&P. Ne? Genau, du stellst ja an der Stelle fest, ne, altbewährtes kann man manchmal sagen, wenn man jetzt lange Zeit gefahren ist und kauft sich ein neues Fahrrad, dann ist das, was wir gerade eben sagten, vielleicht passt der Luftikus wieder auf einen Riso Müller Charger, wo man sagt, die Sitzposition ähnelt meinem alten. Meistens kauft man sich ja das wieder, dass man nicht sagt, ich habe ein City gefahren und fährt jetzt ein Rennrad. Also man hält ja so ein bisschen den Stil vom Fahrrad bei und möchte ja eigentlich immer bequemer und lange Strecken fahren. Da übernimmt man vielleicht dann den Sattel, dass man sagt, Mensch, der war sogar gut, den übernehme ich aufs Alte. Ja. Oder ich gönne mir ein schönes neues Fahrrad, was ja auch ein paar Euro kostet. Und dann möchte ich auch gerne das neueste Produkt und dann auch eben den Luftikus vielleicht mitnehmen. Oder dass man dann von der Vermessung her sagt oder vom Typ her, ich finde auch den Rückenwind würde passen
oder mit der abgesenkten Nase, habe doch jetzt im Laufe der Jahre ein Problem gekriegt, dass die Nase immer mehr Probleme macht. Und dann probiere ich mal in Hamburg. Das ist natürlich auch genau an der Stelle. Und das, was ich vielleicht nochmal erwähnen muss, ist natürlich die Situation, dass du sagst, ja, ich verkaufe Dinge gerne, die auch funktionieren. Das mache ich auch. Also wir stellen schon fest, und das ist bei der Erprobung der Materialien, dass wir auch da feststellen, ein bisschen mehr testen macht Sinn, ein bisschen bessere Materialien nehmen, nicht auf den letzten Cent gucken, erhöht die Lebensdauer, auch was Recycling angeht, was Lebendigkeit des Produktes ausmacht, dass ich es lange benutzen kann. Und also auch das Thema Nachhaltigkeit spielt da auch eine große Rolle mit, dass die doch schon, wie wir es beim Luftikus gesehen haben, einige Jahre mitgehen und dann auch viel Spaß damit machen. Ne? Ich glaub, das ist tatsächlich auch so ein Ding, das ist immer so, wenn du aus der mechanischen Seite in die Fahrradbranche gekommen bist oder zum Thema Fahrrad und dann sogar beruflich daran gekommen bist, dann bist du, glaube ich, noch so ein bisschen mehr detailverliebt, glaube ich zumindest. Und damals war das so, da kam der Luftikus, irgendwann war der dann im Geschäft zu kaufen. Und wenn ich so überlege, dann haben wir damals immer so ein bisschen Späße darüber gemacht und haben uns den so von unten angeguckt und haben so gesagt, ja, der sieht eigentlich aus, als würde ich den bei mir zu Hause in der Garage zusammennähen. Aber das Geile ist, der funktioniert. Na, das war immer so damals die Aussage. Und wenn ich jetzt heute mir den Luftikus von unten angucke, dann sehe ich, da ist eine ganze Menge passiert. Na, da sind so Designcover drauf. Der wird einfach verfeinert, so kann man das sagen. Ne? Das Produkt wächst ja, das merkt man, Produktzyklen verändern sich und damals muss man natürlich sagen, war der Luftikus auch ein Sattel, der ist nicht in so großer Menge in den Handel geflossen, also unsere Produktionszahlen waren schon ganz schön viel kleiner und das also so herzustellen, dass es dann so auch ein Designprodukt ist, weil wir haben den Sattel immer von oben gesehen und der Händler hat den Sattel immer von unten gesehen. Und dann haben wir gesagt, ja, du sitzt ja aber drauf. Und dann war der Anspruch, aber vieler Händler sagen, ja, der muss aber unten auch schon schön aussehen. Und dann haben wir natürlich auch eine Verfeinerung vorgenommen. Also auch tatsächlich einen Sattel von unten designt. Also wie beim Schuh, wo man sagt, der muss eine schöne Schuhsohle haben. Das ist auch ganz wichtig. Das ist natürlich uns auch gelungen. Also vom Sattel her, wir haben eine Pulverbeschichtung des Materials gewählt, keine Lackierung mehr, weil das rostet nicht, das gammelt nicht, das hält viele Jahre. Und das ist natürlich etwas, was in Ostfriesland und an der Nordsee ist. Viele, die hier mal Urlaub gemacht haben, stellen fest, die Luft ist für uns Menschen super gesund, aber das Material rostet auch ganz gerne. Also wenn man mal auf Borkum ist oder auf Norderney oder auf Jüst, sieht ein Fahrrad, was so am Hafen steht, dann denkst du, jo, das ist aber ganz schön verrostet. Und deswegen haben wir darauf geachtet, dass alle Schrauben gepulvert sind und kein Rost entstehen kann. Wenn es jetzt beschädigt ist, das ist was anderes. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir sagen, es soll lange halten und auch lange schön aussehen. Und das bemerkst du jetzt, wenn du sagst, Mensch, wenn ich so einen ganz, ganz, ganz alten Luftikus gucke, der hatte das noch nicht. Der war mehr auf die Funktionsweise umgesetzt. Dann haben wir gemerkt, das Ding funktioniert richtig gut. Die Leute kaufen das und immer mehr Leute wollen das haben. Und dann war natürlich wichtig, es auch schön zu machen. Also noch schöner zu machen. Ja. Und dann sind wir angefangen, den müsste ich auch mal gucken, dass man vielleicht nochmal einen ganz alten mal mitbringt, mal guckt. Heute finde ich, ist das ein Designteil geworden. Er ist einzigartig, er ist unglaublich schick, montiert am Fahrrad, sieht auch gut aus und sitzt sich total fantastisch. Ne? Also auch man merkt, wir arbeiten an einem Produkt und es lebt. Wenn wir merken, wir verkaufen das, dann ist es uns natürlich auch daran interessiert, dass die Händler zufrieden sind, wie es präsentiert wird, wie es montiert wird, wie es funktioniert und zu guter Letzt darf er auch schick sein. Ne? Genau, das ist so. Ja. Das hast du schön gesagt. Hast du noch was du erzählen möchtest? Oh, ich habe ja immer so viel zu erzählen. Ne? Ja. Manchmal muss man mich ja bremsen. Ja, aber das eine, was du gerade sagtest, so als ich bezeichne mich auch ein bisschen als Handwerker. Das heißt, unser Beruf ist ja auch so ein bisschen das Handwerk. So in der Vorarbeit, was wir machen, dann die ersten 3D-Muster, wenn man die mal sieht, wie die denn so aussehen. Und ab und dann gehe ich auch mal tatsächlich mit einer Säge an so einen Sattel bei und säge mal was weg oder schleife mal was weg. Das ist also vielleicht auch ganz wichtig, dass man mal sehen kann. Und vielleicht ist das auch ganz interessant, mal zu wissen, dass also der nicht so einfach aus einer Maschine fällt. Also das ist schon eine Schraube, hat immer ein Gewinde und ein Gewinde muss immer zusammengedreht werden mit einem Werkzeug. Also da steckt auch viel Know-how dahinter und
da sind wir schon ganz glücklich, dass das so funktioniert. Ne? Also ich glaube, auch das ist ein Mechaniker-Ding, so dass man sagt, da muss ich mal reingucken. Also, ja, du weißt das. So, ich weiß es nicht, es gibt sämtliche Sachen, die habe ich schon mal auseinandergebaut, wo man sagt, ja, warum? Brauchst du doch gar nicht. Nö, hat mich interessiert, wie sieht das von innen aus oder so. Ne? Richtig, also das ist ja so ein bisschen die Neugierde in uns und wie funktioniert eigentlich was. Und da hat man 1000 Dinge zu Hause, wenn man so diesen Drang auch mal hat, etwas wieder zu reparieren. Und wir befinden uns ja so oder so in einer Situation, in einer Zeit, wo wir über Nachhaltigkeit immer mehr nachdenken. Und wenn man mal guckt, wir haben 6 mm Bolzen hinten drin stecken in dem Sattel, die richtig fett verschraubt sind. Also so, und wir dann auch Menschen draufsetzen, die 100 und mehr Kilo wiegen. Das ist ja schon, und dann sollen sie auch bequem Fahrrad fahren. Und dann soll auch eine Federung existieren, nicht? Also das sind schon Ansprüche oder die Feder, wie die, das wird ja maschinell gemacht, zu Tausenden wird diese Feder gedreht, da muss sie getestet werden und dann machen wir nicht nur 10 Tests mit, also so eine Maschine, die testet schon den ganzen Tag. Ich habe das auch schon mal gesehen. Sowas. Ja, also dann weißt du und dann weißt du auch, dass das Zeug hält und dann weißt du auch, welche Belastungen da drauf kommen und wie oft und immer wieder und dann freue ich mich über solche Videos zu hören, ey, 40.000 Kilometer. Erstmal die Summe, 40.000 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, das ist schon echt, echt skurril. Ja, gibt es ganz Freche, die sagen immer, ja, das war ein E-Bike. Das ist ja gar nicht viel. Ich finde, das ist viel. E-Bike heißt ja aber auch, man muss trotzdem pedalieren. Ja. Und auch wenn man leichter fährt, man muss diese Bewegung schon irgendwie fortsetzen. Und mit oder ohne, das ist mir jetzt in der Situation nicht so wichtig. 40.000 Kilometer sind für mich 40.000 mit einem Zweirad gefahren, mit Pedalantrieb. Ja. Und darauf lege ich viel Wert, dass man das sagt. Dann ist das schon für ein Produkt, das so lange hält, schon Premium, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich. Ja. Oder? Ich finde das auch. Also? Ja. Also, in diesem Sinne verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich würde sagen, du kannst den Kanal abonnieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Wenn du Fragen hast, ab in die Kommentare. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, oder? Ich sage bis zum nächsten Video. Herbert Baltrusch von PMP verabschiedet sich auf dem Kanal von Nils Hugendorn. Schalte gerne wieder ein. Auch ich bin Abonnent. Gucke mal, was der Nils so macht. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.